Und so sieht das westdeutsche Pendant der V60 aus. Diese hier, der Firma Rail Systems, verfügt sogar über eine Abgasreinigungsanlage. 363-170 ist für den Oberleitungsbau auf der neuen Hochgeschwindigkeitsstrecke Halle-Erfurt eingeteilt. Die westdeutsche V60 ist deutlich älter, aber immer noch aktiv bei der DB im Einsatz. Bereits Mitte der 50er Jahre kamen die ersten Loks auf die Schienen. Die 170 stammt aus dem Jahre 1963 und fährt seit 2010 unter der Flagge von Rail Systems. Genauso wie für die ostdeutsche Schwester haben sich auch viele Private für die V60 West entschieden. Einige haben sogar ihr ursprüngliches Aussehen zurückerhalten. So zeigt sich V60 L40 der Eifelbahn wieder in Rot mit gelben Zierstreifen. In Nördlingen wird 364-569 gedreht, in Ozeanblau-Beige. Sie ist eine von 5 aktiven V60 der Bayernbahn. Die V60 der Bayernbahn helfen täglich im Holzverkehr von und nach Nördlingen.